Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hinter den Kulissen der Salzburg AG. Und heute geht es bei uns um zwei richtige Institutionen in der Alpenstraße, nämlich einerseits um den Salzburger Obus. Und zu kämpfen haben wir mit dem Salzburger Schnüdelregen. Aber ich würde mal sagen, wir starten ganz einfach. In der Salzburger Alpenstraße sitzt die Obus-Zentrale. Grüß euch. Hier laufen alle Fäden oder besser gesagt Oberleitungen zusammen. Und irgendwo muss ich jetzt den Markus Berberschlager finden. Er ist nämlich der Leiter der ganzen Geschichte beim Salzburger Obus. Wenn euch unsere Reportage gefällt, dann lasst uns gerne euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Markus Berberschlager leitet seit vielen Jahren die Gewerke beim Salzburger Obus. Er hat rund 350 Mitarbeiter und rund 100 Busse unter seinem Kommando. Servus Markus. Servus Markus. Die zwei mal Küsse zusammen beieinander, oder? Sehe ich das richtig? Servus. Jawohl. Servus. Du, ich habe unseren Sehern versprochen, dass wir heute einen richtig lässigen Tag bei dir beim Salzburger Obus haben. Was werden wir heute alles sehen? Ja, ich habe mir was besonders einfallen lassen für den heutigen Tag. Als erstes schauen wir mal an, wie entsteht denn überhaupt der Fahrplan? Wie wird der gestrickt? Und dann gehen wir in die Leitstelle, dann wird in die Leitstelle übernommen. Wie kommt der in das moderne System? Und dann zeigen wir es im Echtbetrieb am Bildschirm, was da alles passiert. Und heute, wir haben ja schon gesagt, Schnürdelregen. Schnürdelregen ist natürlich der Paradetag für Stau in der Stadt. Und dann schauen wir noch an, wie schaut die Verkehrslage aus. Und anschließend gehen wir in die Werkstatt. Und ganz zum Schluss habe ich nur Zuckerl vorbereitet, aber das sage ich jetzt. Echt wahr? Dann würde ich sagen, starten wir mal so richtig durch, oder? Jawohl, machen wir das. So da, wohin müssen wir denn? Geradeaus. Schauen wir mal zu dem Platz, wie ich gesagt habe, wo der Fahrplan gestrickt wird. Und zwar macht das jetzt der Kollege, der Benjamin, der erzählt uns jetzt, wie denn so ein Strickmuster ausschaut und was denn das überhaupt ist. Also bei mir am Platz wird der Fahrplan gestrickt und da siehst du genau, wie eine Fahrt entsteht von A nach B. Hier setzt sie ein, fährt dann runter und da gibt es immer eine Rückfahrt. Und man sieht genau, wie das im grafischen Fahrplan dargestellt wird. Alle 10 Minuten ist eine Fahrt. Und wie man hier super erkennen kann, es gibt immer eine Kurzführung und eine Langführung. Und wenn wir das dann fertig haben am PC und das Strickmuster im Endeffekt gestrickt ist, dann schauen wir es uns in der Leitstelle an, weil da müssen wir es einspülen und da wird es auch auf die Busse übertragen. Und was haben wir jetzt gestrickt in Wirklichkeit? Ein Fahrplan der Linie 5. Also kein Winterpulli, oder? Nein. Jetzt geht es in die Kommandozentrale quasi auf die Brücke, oder? Genau, so ist es. Gehen wir. So machen sich die drei auf den Weg in die Obus-Leitstelle. Hier werden alle Fahrten und wichtigen Kreuzungen überwacht, die Obus-Fahrer mit wichtigen Informationen versorgt und bei schwerem Verkehr möglichst schnell von einer Haltestelle zur nächsten gelotst. Du Benjamin, was jetzt zuerst ausgeschaut hat wie ein Strickmuster, schaut jetzt aus irgendwie wie ein Kreuzfahrtschiff von oben. Ja? Was ist das jetzt ganz genau? Jetzt sehen wir, dass sich der Strickfahrplan aufgelöst hat. Man sieht hier die grafische Darstellung, alle Haltestellen auf der Linie. Man sieht die Fahrzeuge, wie sie sich auf der Linie bewegen und das ist alles Echtzeit. Was ist jetzt rot und was ist blau? Rot bedeutet, dass die Fahrzeuge verspätet sind und blau bedeutet, dass sie pünktlich sind. Heute haben wir ziemlich viel Regen, sehr viele Touristen in der Stadt Salzburg. Das heißt, einige Fahrzeuge sind auch verspätet. Wie werden die Leute aber jetzt im Obus bzw. an der Haltestelle informiert? Die Fahrgäste werden über die Bitscreens und Monitore in der Stadt Salzburg versorgt und über die Fahrplan-App Salzburg Mobil. Das heißt, die gehen wir da rein? Genau. Aha. Mit der App Salzburg Mobil informiert das GreenTech-Unternehmen Salzburg AG die Fahrgäste immer aktuell über die Verkehrslage direkt am Smartphone. Und das Mikrofon schaut ja ziemlich cool aus. Darf ich da mal was durchsagen, glaubst du? Ja klar, da kannst du jetzt durchgeben, dass wir starkes Verkehrsaufkommen haben und dass in der Stadt recht staut. Okay, das wird aber jetzt ein ziemlicher Blödsinn, was ich da sagen werde. Aber gut. Ich bin übergespannt. Achtung, Achtung, das ist eine wichtige Durchsage. Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens in der Stadt Salzburg wegen des Schnüdelregens kommt es auf allen Linien zu Verspätungen. Wir bitten Sie, das Rauchen einzustellen, sich zurückzulehnen und die Fahrt zu genießen. Du, jetzt von Markus zu Markus, das war jetzt aber ziemlich blödsinnig, was ich gesagt habe. Das war lustig. Im Regelfall haben wir das natürlich fertig gespeichert, weil der Disponent ist sehr beschäftigt bei so einer Staulage, wie es heute ist. Und dann kommt es aus der Konserve, der drückt am Knopf und das ist fertig aufgenommen. Entschuldigung Salzburg, auf Wiedersehen. Es ist wohl besser, wenn Markus wieder die Finger vom Mikro lässt. Unsere beiden Marküsse machen sich jetzt auf den Weg von der Leitstelle zur Werkstatt. Hier werden von den Obus-Technikern der Salzburger AG die Busse gewartet und repariert. Damit gearbeitet werden kann, muss zur Sicherheit der Mitarbeiter als erstes der Strom abgeschaltet werden.
Schaut aber auch ziemlich neu aus bei euch. Ja, das haben wir vor kurzem erst umgebaut. Das ist am neuesten Stand. Jetzt sind wir bei unserer ersten Station in der Werkstätte. Wir schauen uns die Kalibrierung von den Stromabnehmerstangen an, dass er das richtig macht. Das zeigen uns jetzt die zwei Kollegen. So, wir machen jetzt die Kalibrierung von den Stromabnehmer. Fangen wir bitte unten rechts an, bitte ganz nach oben. So, und jetzt gehen wir rechts auf die Maximalhöhe, klicken drauf und somit ist die Maximalhöhe kalibriert und somit ist es auch gespeichert. Und das wäre die ganze Kalibrierung gewesen. Kalibrieren von den Stromabnehmern, das machen wir aus dem Grund, weil der Bus fährt ja entlang auf der Straße, wenn jetzt ein Schlagloch ist, zum Beispiel ein größeres, oder wenn die Stromabnehmer in die falsche Richtung laufen, weil er Weichen nicht geschalten hat und das die Richtung so abweicht, dass sie aus dem Winkel kommt. Und das muss man natürlich am Bus sagen, wo er da reagieren muss. Und der Computer kriegt es dann durch die zwei Kollegen, die stellen das genau haarscharf ein und dann erkennt der Bus das und zieht die Stangen automatisch ab und dann haben wir keinen Schaden. Und kommt das jetzt öfter vor? Nein, öfters kommt es eigentlich nicht vor, aber es ist eine Vorsichtsmaßnahme natürlich. Was man da hat und auch natürlich Fortschritt der Technik. Und die neuen Busse sind halt am neuesten Stand der Technik. Ja, wenn wir schon neu haben, sollen wir alles kennen, ne? Genau, ja. So ist es. Also jetzt nochmal zusammengefasst, wir haben einen Fahrplan gestrickt. Ich habe eine Durchsage machen dürfen, ja, eine ziemlich lustige. Ja. Und wir haben die Kalibrierung hinter uns. Und du hast mir was versprochen, was ganz was Tolles. Ja, das stimmt schon, aber das kommt zum Schluss. Aber zuerst schauen wir uns noch einmal den Motortausch von der Tür an. Alles klar, dann jawohl, schauen wir, dass sie funktioniert, oder? Jawohl, genau so ist es. Einiges vor heute. Du sag mal, wie viele Leute arbeiten jetzt da bei der Oberzentrale? Ja, bei uns in der Alpenstraße 350. Mhm. Von den 350 sind ca. 50 in der Werkstatt. Mhm. Der Rest ist mit Betriebsablauf beschäftigt. Und natürlich, die größere Menge ist natürlich der Vordienst. Mhm. Ja. Okay. Weil wir müssen ja sozusagen, wir haben draußen im Normalfall 95 Bus laufen. Und die müssen natürlich fast rund um die Uhr besetzt sein. Das ist klar, ja. Das ist natürlich Schichtbetrieb nötig und Turnusdienst, wie das so schön heißt in der Fachsprache. Und bei dem Turnusdienst ist natürlich ein Wechsel drinnen. Und wir brauchen da im Schnitt so um die 186 Fahrer im Tag. Echt so viel? Ja. Wahnsinn. Ja. Du, und jetzt repariere ich eine Tür, oder? Nein, soll ich andere machen, oder? So, schauen wir mal. Das ist gescheiter. Genau. Na dann, lassen wir das lieber dem Salzburger G-Fachpersonal erledigen. Schau her. Die Tür soll ja schließlich wieder funktionieren. Nach wenigen Minuten ist der Motor der Tür getauscht und die Tür öffnet wieder problemlos. Funktioniert, oder? Funktioniert, tadellos. Ja. Motor ist tauscht. Jetzt können wir auf der Schulter klopfen, hast du gut gemacht. Ja, genau. Jetzt können wir den Bus wieder auf die Linie geben. Ja, genau. Das passt, ja. Aber die geht relativ schnell zu, muss ich sagen. Naja, da ist ein Sensor eingebaut und eine gewisse Verzögerung ist natürlich drinnen. Ja. Und wenn ich das noch öfter mache, ist Nein, die geht schon. Das ist, der Motor ist neu, also ist perfekt gemacht. Ja. Super. Ja, aber jetzt kommen wir zum letzten Punkt, was ich versprochen habe. Freie Mädchen. Den schauen wir uns jetzt an, aber der ist jetzt nicht da in der Halle, sondern da gehen wir zu einem weiteren Punkt in unserem Gelände. Wunderbar. Gehen wir, oder? Das heißt, ich darf jetzt Obus fahren, oder wie? Genau, so ist es. Ja. Aber eine Runde und nur im Hof und unter meiner strikten Anweisung. Jawohl. Weil, ich hätte einen Segelschein hätte. Ja, aber das ist zu wenig, weil du brauchst, wenn du draußen fährst, einen Busschein und zusätzlich noch die Obus-Ausbildung bei uns. Denn ohne Obus-Ausbildung geht nichts, du fährst schließlich mit der Oberleitung. Das ist klar. Aber das lernt man ja bei uns intensiv und genau, somit ist das kein Problem. Aber jetzt darfst du mal schnuppern, aber nur schnuppern und wie gesagt, nur im Betriebshof. Alles klar. Wie lang ist das Gerät jetzt? 18,75 Meter ist er lang. Okay, Kostenpunkt? Ja, 1 Million Euro. Das ist das teuerste Auto, was ich jemals gefahren bin. Das ist richtig, und aber nicht nur du. Ja. Und wie schwer? 28 Tonnen, wenn er voll ist. Also mit Personen? Ja, genau. Mhm. Okay. Dann steige ich mir ein und haben wir die 28 beieinander, oder was? Schauen wir mal. Oho. Das ist richtig, richtig cool. Ja, ja. Türe zu. Ja, Türe zu bitte. Eins. Eins, jawohl. So, dann passt die Position von den Viers? Ja, ja. Bremsen. Passt. Ja, warte, ein bisschen bei der Vier. Ja, diese Vierer, da ist... Da? Nein, der Fee. Mhm. Ja. So, passt, oder noch? Nein, passt schon. Passt, gut. So, dann auf die Bremse bitte. Dann die Handbremse lösen. Handbremse? Genau. Leicht in T ziehen und dann schnell zu Führer. Genau. So, was ist jetzt das Wichtigste? Das Wichtigste. Nicht mit dem Fahrer sprechen. Ja, genau. Ja? Aber jetzt machen wir eine Ausnahme, weil das Wichtigste ist auf mein Kommando hören. Alles klar. So. Ja, schau her. Genau, ja, genau. Und dann fahren wir schon. Vorsichtig startet Markus die Fahrt im teuersten Auto der Stadt.
Nach einer kurzen Eingewöhnung macht Markus die Fahrt richtig Spaß. Das ist richtig cool. Ich drehe schon seit Stunden hier täglich meine Runden. Genau. Da, 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 da. So, das heißt. So, das Eck muss da sein, genau. Das passt. Einmal gehört auf jeden Fall gewaschen und das machen wir jetzt, oder? Ja, genau, so ist es. Nach getaner Arbeit kommen wir am Abend rein und genau, waschen das. Die Tafel aufpassen. Jawohl. Ja. Bist du da nicht hin? Jetzt da nicht, da, nicht so schnell. Ja. Die Einfahrt in die Waschstraße ist sehr eng. Damit der Obus wieder richtig glänzt, heißt es volle Konzentration. Markus hat es geschafft. Der Bus ist wieder sauber. So, da alles wieder sauber, so wie es sich gehört, hinterlasse ich den Bus wieder. Genau, perfekt. Ja. War ein Kindheitstraum von mir, ja, ganz ehrlich super, gesagt. Super, freut mich, weil ich den erfüllen habe können. Handbremsen wieder drinnen, nur dass das es passt. Ist wichtig, ja. Das ist wichtig. Und das war eine Ausgabe von Hinter den Kulissen der Salzburger. Es hat mich gefreut, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie noch mehr Videos sehen wollen, dann ganz einfach da oben klicken. Und wenn Sie uns ein Abo hinterlassen wollen, worüber wir uns natürlich sehr, sehr freuen, dann bitte ganz unten einen Daumen hoch noch und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal.